サイファーポールか。あえ話が、あんたらも頭飛び越えられたんと違いますか。天竜人の傀儡に。Moin Leute, willkommen zu unserem Video auf Anime-Banger und heute gibt es für euch zum ersten Mal mein neues Format, Wer ist stärker? Das ist das neue Diskussionsformat, wo ich mit euch besprechen werde, welche Charakter stärker ist. Zum Beispiel in dem heutigen Video geht es um Akainu vs. Kizaru, also wer ist stärker? Erst einmal werde ich die Gesamtstärke beurteilen und danach, wie wird es im Kampf 1 gegen 1 aussehen. Ganz wichtig Leute, es ist nur meine Meinung und manche Sachen sind auf Spekulationsbasis, manche Sachen sind auch bestätigt von Oda, zum Beispiel bei der Vibre-Card, darauf gehen wir aber gleich ein. Und akzeptiert einfach die Meinungen, wenn ich sage, der und der ist stärker. Ist zwar meistens meinungsbedingt, aber auch auf Spekulationen ausgelegt. Wir diskutieren so ein bisschen darüber und ihr könnt in die Kommentare schreiben, wen findet ihr stärker, Kizaru oder Akainu? Ich bin auf eure Meinungen gespannt. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Also als erstes würde ich gerne auf die Stärken von Akainu eingehen. Akainu hat starkes Rüstungshaki und Vorahnungshaki. Dies wurde in der Vibre-Card Databook bestätigt. Und er hat wahrscheinlich ein viel stärkeres Haki als Marco. Das haben wir zum Beispiel im Marineford gesehen, wo ein Marco und ein Vista einen Akainu angegriffen hat, hat das Haki dem überhaupt nichts ausgemacht. Das heißt, Akainus Haki ist sehr, sehr, sehr strong, also viel, viel stärker als von Marco. Und Marco war schon ein verdammt starker Charakter. Ich meine, der erste Kommandant von Whitebeard. Das heißt, das spricht auch für seine Stärke für Akainu. Er hat eine der stärksten offensiven Teufelsfrüchte überhaupt in One Piece. Also er hat jetzt nicht die stärkste, aber eine der stärksten, wie zum Beispiel auch die Frucht von Whitebeard. Also seine Frucht gehört ganz oben hin. Das ist noch eine Stärke von Akainu, beziehungsweise ist keine Stärke, das ist eigentlich ein Fakt. Und zwar hat ein Akainu vor dem Timeskip gegen Kusan gewonnen. Auch wenn es ziemlich knapp war wahrscheinlich, weil die ziemlich lange gekämpft haben, 10 Tage lang. Eventuell ist er dadurch vielleicht stärker geworden an Akainu oder man sieht halt hier seine Stärke, dass er ein bisschen über Kusan ist, aber nicht viel wahrscheinlich. Er kann seine Magmafrucht erwecken, wie wir es herausgefunden haben. Und er hat wahrscheinlich seine Teufelsfrucht sehr, sehr gut ausgebaut, denn er hat sehr, sehr viele Techniken, die er auf Marineford einsetzt und dann generell merkt man, dass seine Frucht wirklich gut ausgebaut hat. Immerhin hat er ja seine Magmafrucht erweckt. Er ist wahrscheinlich ziemlich hinterhältig bzw. strategisch. Wie komme ich darauf? Und zwar hatte damals ein Squad zum Beispiel ziemlich verwirrt oder generell wirkt er schon wie ein Stratege, ehrlich gesagt. Also er wirkt aber auch irgendwie auch hinterhältig, weil er seine dunkle Gerechtigkeit um jeden Preis ausführen will. Also er tut alles, um zu gewinnen, das auch eigentlich eine Stärke ist, weil ein Charakter, der jetzt vielleicht nicht so strategisch ist, hat ein bisschen Probleme vielleicht gegen Akainu. Da könnte vielleicht ein kleiner Vorteil für Akainu sein. Und er hat eine hohe physische Kraft, was man auch schon gesehen hat. Also allein sein Körper scheint ziemlich stabil zu sein. Das heißt, ist auch ein ganz wichtiger Fakt, finde ich. Also nicht ein Fakt, ist jetzt kein Fakt, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, das ist einfach meine Meinung. Kommen wir zu seinen Schwächen. Da habe ich ehrlich gesagt nur eine rausgefunden, wo vielleicht zutreffen könnte, weil mehr fällt mir wirklich zu Akainu nicht ein. Er ist schon ein verdammt heftiger Charakter. Ich denke, seine einzige Schwäche ist vielleicht, dass er, es ist keine Schwäche, das ist eher, er wird wahrscheinlich langsamer sein als Kusan oder Kizaru ist. Als Kizaru sowieso, aber als Kusan auch. Also ich denke, dass sogar ein Kusan etwas schneller ist. Aber er ist trotzdem vielleicht wendig, aber nicht so. Er ist so ein bisschen wie ein Whitebeard, würde ich sagen. Dass er, also er ist jetzt nicht so wendig, sage ich mal, im Kampf. Aber er hat eine krasse Verteidigung und hohe Angriffskraft. Also Verteidigung könnte vielleicht auch so eine Stärke sein, aber kann man jetzt nicht genau sagen. Kommen wir nun zu Kizarus Stärken. Er hat auch Rüstungshaki und Vorahnungshaki. Meiner Meinung nach ist es so, dass sein Rüstungshaki wahrscheinlich etwas schwächer ist als von Akainu, ist meine Meinung. Ist dann nicht bestätigt, aber ich stelle mir das eher mir so vor. Vorahnungshaki könnte vielleicht entweder gleich oder vielleicht sogar ein bisschen höher sein als von Akainu. Kann man aber echt aktuell gar nicht sagen. Ist nur reinste Spekulation. Er hat eine hohe Geschwindigkeit und nur Charaktere mit starkem Vorahnungshaki sind in der Lage, ihn zu erkennen. Dies wurde in der Vibre-Card bestätigt. Das heißt, nur krasse Charakter wie ein Rayleigh oder ein anderer Admiral mit krassen Vorahnungshaki kann ihn überhaupt erst erkennen. Also, beziehungsweise wahrscheinlich auch ein bisschen nicht mithalten mit der Geschwindigkeit, aber auf jeden Fall Attacken voraussehen. Dann hat er eine sehr, sehr starke Logia-Frucht, finde ich zumindest, also eine Lichtfrucht ist schon verdammt strong. Er hat auch seine Frucht sehr, sehr gut ausgebaut. Ob er sie erweckt hat, wissen wir leider nicht, deswegen müssen wir das leider erstmal rausnehmen. Das heißt, er hat wahrscheinlich seine Frucht nicht erweckt, kann man aber wirklich nicht sagen, da man es nicht weiß. Da ich es aber nicht weiß, habe ich es jetzt nicht mit reingenommen, könnte aber gut möglich sein. Wahrscheinlich stärker als ein alter Rayleigh ist, zumindest von der Gesamtstärke. Von den Haki ist er vielleicht gleich oder ein bisschen drunter vielleicht sogar, aber kann man wirklich nicht sagen, dass vor dem Timeskip war und ein Kizaru hat bis jetzt auch im Manga nicht ernst gemeint. Also wir gehen jetzt wirklich nur auf die Sachen ein, wo wir 100% wissen, beziehungsweise wo man es sich erahnen kann. So Sachen wie
Haki oder Teufelsfrucht erwachen, kann man wirklich nicht sagen. Kommen wir nun zu seinen Schwächen. Da habe ich leider nur zwei Schwächen rausgefunden. Und zwar verlässt er sich zu sehr auf seine Teufelsfrucht. Das haben wir schon oft gesehen, dass er wirklich sich gar nicht anstrengt, überhaupt Haki einzusetzen. Bis jetzt haben wir das nicht wirklich gesehen. Auch im Marineford hat er wirklich null ernst gemacht, meiner Meinung nach. Marineford ist sowieso so ein Arc, wo man schlecht Charakter einschätzen kann, weil das da mit dem Haki ziemlich komisch war. Und generell hat man da einen Kizaru gesehen, der nicht wirklich ernst gemacht hat. Das ist halt ein bisschen schwierig. Ich nehme in dem Video auch nicht zu viele Beispiele vom Marineford, da es meiner Meinung nach für die Stärkeeinteilung ziemlich beschissen ist, ist meine Meinung. Er ist wahrscheinlich kein Stratege, und zwar, wie komme ich darauf? Und zwar wurde in der Vibrecard gesagt, dass er zwar eine schnelle Frucht hat, er aber ziemlich langsam Maßnahmen ergreift oder ziemlich langsam spricht zum Beispiel. Das heißt, wenn er etwas Krasses machen will, aber er braucht ein bisschen zu lange, um nachzudenken oder um Maßnahmen zu ergreifen, ist eigentlich besser erklärt. Finde ich eigentlich ganz interessant. Könnte vielleicht seine Schwäche sein im Kampf, wenn er zum Beispiel zu lange braucht, um jetzt einen krassen Angriff auszuführen oder vielleicht ein bisschen zu lange nachdenkt. Auch wenn es nur wirklich ein paar Sekunden vielleicht mehr sind, wo er nachdenkt, könnte vielleicht so ein kleiner Nachteil sein oder eine Schwäche sein. Also von der Gesamtstärke muss ich ehrlich sagen, ist Akainu ein bisschen stärker. Nur bis jetzt, was wir davon halt zumindest wissen, weil er hat seine Frucht erwacht, ist schon mal ein großer Vorteil, und sein Rüstungssack scheint stärker wahrscheinlich zu sein, und er hat wahrscheinlich eine hohe physische Kraft, was ein Kizaru nicht hat. Er hat eine hohe Kraft, wenn er in seiner Frucht ist, quasi rein, sein reiner Körper ist, glaube ich, nicht so strong, aber sein Fruchtteil mit der Geschwindigkeit ist ja logisch. Es wird kein großer Unterschied sein bei den Admirälen, ganz wichtig zu sagen, aber er wird schon ein Ticken stärker sein als Kizaru. Jetzt kommen wir aber zu dem 1 gegen 1 Szenario. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, es gibt viele Faktoren, die in den Kampf mit reinspielen. Ich glaube aber nicht, dass ein Kizaru so eine krass hohe Ausdauer hat, ist nur meine Meinung. Ist ein bisschen schwer zu sagen, aber ich glaube nicht. Akainu wirkt da ein bisschen, sag ich mal, von der Ausdauer ein bisschen höher, glaube ich. Und das Ding ist halt, selbst wenn sie Rüstungssaki und Vorhandungssaki gleich stark wären, dann ist aber Akainu von der Kraft, von der Frucht ein bisschen stärker, würde ich mal sagen. Auch wenn die Lichtfrucht auch eine krasse Stärke hat wahrscheinlich. Zum Beispiel würden Kizarus Lichtattacken nicht viel gegen Magma bringen. Er müsste quasi direkten Kontakt mit Haki machen. Und dadurch, dass ich glaube, dass ein Haki von da keine Stärke ist, wird es für einen Kizaru ziemlich, ziemlich schwer, muss ich sagen. Und da würde wirklich ein Kizaru auch ganz knapp gegen Akainu verlieren. Meiner Meinung nach ist auch ein Kusan und ein Kizaru wirklich fast gleich stark, die werden wahrscheinlich gleich stark sein, das finde ich zumindest, oder ganz kleine Unterschiede zumindest, und wenn man schon sieht, dass ein Akainu gegen Kusan gewonnen hat, wird es wahrscheinlich auch ein ganz knapper Kampf gegen Kizaru sein, wird auch so ein kleiner Unterschied sein, deswegen glaube ich einfach, dass Akainu ein Ticken stärker ist als Kizaru, weil seine Frucht von Akainu ist stärker und sein Rüstungssaki wahrscheinlich auch, aber es wäre ein verdammt knapper Kampf und Akainu wäre wirklich ein ganz kleinen Ticken stärker, vielleicht 3-5% stärker, mehr aber auch nicht. Kommt dann natürlich aber auf den Kampf drauf an, und ein Kizaru hat bis jetzt auch nicht ernst gemacht. Und wir haben von beiden Seiten natürlich nicht alles gezeigt, aber ich finde, man kann schon darüber diskutieren, und ich finde schon, dass einer keine stärker sein soll, auch weil er Großadmiral ist. Das wäre jetzt für mich zumindest gut, aber wie gesagt, es wird so ein minimaler Unterschied sein, dass es gar nicht so schlimm ist. Das war's eigentlich mit dem kleinen Video hier. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen, ein bisschen darüber zu diskutieren, wer stärker ist. Schreibt bitte eure Meinung in die Kommentare, würde mich sehr, sehr interessieren. Was denkt denn ihr, wer ist denn stärker, Akainu oder Kizaru? Bitte mit sachlichen Argumenten. Vielleicht könnt ihr mich sogar umstimmen, wer weiß das schon. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, wie auch immer. Ciao, euer Anime-Banger. Und ich möchte mich noch bedanken für euren krassen Support. Bei dem letzten Video haben wir 40 Likes und schon über 900 Klicks, was echt krass ist. Ihr seid einfach die besten. Hashtag Banger Crew, muss ich nicht so einfach sagen. Einfach nur Liebe geht raus an euch. Ihr seid einfach Ehrenmänner.